Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei East Origin. Wir befinden uns immer noch in The Silent Sands. Ein Gebiet, das sich tatsächlich immer mehr als beschissenes Kackgebiet entpuppt. Das einzig Positive daran ist, dass wir hier ganz schöne Sachen immer mal so in den Truhen finden und so. Aber ansonsten ist das ein Gebiet, also, boah, ich könnte echt ein bisschen kotzen. Das liegt aber unter anderem daran, dass sich hier noch weitere Gegner gezeigt haben, die so ein bisschen moskitomäßig sind hier. Genau, die hier. Und die sich so parasitär einfach mal an uns heften und extrem Schaden machen. Diese Pissviecher, und ich nicht weiß, wie ich die da abkriegen soll. Hallo, geh mir doch mal nicht auf den Sack. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Ist ja grausig, echt, ey. Jetzt habe ich schon wieder so viel Energie verloren. Ich brauche eigentlich gar nicht weitergehen, weil ich sterbe sowieso jede Sekunde. Und das finde ich echt bescheiden, wenn ich ehrlich sein darf. Und das finde ich auch beschissen, solche Etappen hier. So, das liegt mir nämlich nicht. Das hat immer so ein bisschen Geschicklichkeits... ja, Art, sag ich mal. Und Geschicklichkeitspassagen sind mal voll nicht mein Ding. Und hier kommen wir jetzt zu einer richtig beschissenen Stelle. Ich weiß auch nicht, was das soll. Keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Wow. Ich bin bedient. Hier drüben ist eine Tür. Ich gucke einfach nur... oh nein. Ja, geil. Geil. So einen großen Kacktypen muss ich da... oh. Ich werde hier also wieder hingebracht. Ich glaube, der macht so viel Damage, das ist einfach nur krank. Der fliegt auch immer so krass hoch dann immer. Und dahinter ist dann wahrscheinlich der Boss. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Sehr schön. Ich kann hier vorne speichern. Und, jawohl, da befindet sich der Boss hinter. Boah, ey, also wirklich, Leute, das ist hier ein Abenteuer gewesen gerade. Ich, boah, nee. Hallo. Gott sei Dank. Blessing, haben wir eins für 11.000? Nee, ne? Nee, leider nicht. Aber safe, bitte, aber sowas von safe. Creeper's Chamber. Ich weiß aber noch nicht, ob ich dem Boss jetzt schon gegenübertreten möchte. Nee, ich sag mal nein. Und jetzt gucke ich mich noch mal ein bisschen weiter um, weil jetzt habe ich hier gespeichert und muss den ganzen Weg nicht mehr zu rennen. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Irgendwie nicht, ne? Es gibt nur den einen Weg offensichtlich. Und sehr, sehr viele Gegner. Na, okay. Ich revidiere es und wir gehen doch zum Boss. Und ja, ich bin gespannt, was sich hier hinter für einer befinden wird, denn ja, die Erinnerungen an den Night Tiger sind doch nicht ganz so gut. Dafür war aber der Gilaldi, oder wie er hieß, durchaus ganz akzeptabel und ganz human. Jetzt bin ich gespannt. Creeper's Chamber. Ein Sandareal. Oh, welch Wunder. Ist das so treibsandmäßig wieder? Oh, was bist du denn? Konsklab oder so. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier mache und was nicht. Okay, also man muss offensichtlich erstmal hier... what the heck? Ja, gut. Und mal schauen, ne? Die Dinger hier kaputt machen. Boah, der macht doch auch beschissene Attacken. Das wird auch wieder ein Boss, den ich...
definitiv nicht gut finden werde. Ich habe jetzt schon nur noch 10 AP. Nee, alles klar. Natürlich, klar. Ist das schön. Oh, das wird der nächste Boss, den ich abgrundtief hasse. Schön, schön. Wow. Darf ich mal sagen, dass mir dieses Spiel irgendwie zu schwer ist? Ich habe jetzt schon wieder so dermaßen viel Energie verloren. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wie man dem ausweichen soll auf diesem Mini-Areal. Kann ich mich hier oben rausstellen? Nee, irgendwie nicht. Oh, ey, der macht so unglaublich viel Schaden. Das ist ja beschissen, echt. Warum macht er denn so viel Schaden mit einer Pissattacke, wenn er mich damit trifft? So, okay. Oh Gott, Alter, was macht der denn hier die ganze Zeit für einen Scheiß? Und so viel Schaden, ey, das ist doch nicht mehr feierlich. Also hier übertreibt das meiner Meinung nach maßlos. Wie soll man... Wow. Wow, Alter, was ein Boss. Ich krieg's kotzen. Echt. Kein Witz. Wie viel Schaden man frisst. Okay, ich muss im Prinzip diese Druckwelle ausweichen. Und alles andere kann ich kaputt schlagen. Oder wie sehe ich das? Ja, aber so schnell kann ich doch gar nicht. Das bewegt sich auch mal alles noch. Oh Gott, ist das... Ich weiß nicht, wie ich diesen Boss schaffen soll. Ey, Leute, ohne Witz, was ist denn das bitte für ein Spiel? Ich bin gnadenlos überfordert. Ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist doch... Ich bin jetzt schon tot. Ja, wie soll man das denn schaffen, ey? Hallo, geht's oder was? Ich kann hier noch so viel hauen. Ich krieg trotzdem Schaden. Komm her. Ich kann da oben immer zugegen hauen, aber wirklich mega viel bringt das ja nun mal auch nicht, leider. Ich krieg es nicht hin, die nächste Runde hier zu schaffen. Wie soll ich das denn machen, Mann? Boah. Immer in Bewegung bleiben, oder wie? Ich habe jetzt schon Schaden gefressen. Der ist so schnell mit seinem Scheiß. Boah, sorry Leute, ich könnte kotzen im Strahl, ehrlich. Was ist denn das? Was soll denn der Scheiß? Wie macht man den denn? Das Prinzip ist ja gar nicht mal so schwer, aber ey, auf diesem kleinen verfickten Drecksraum, wie soll man da denn vernünftig agieren können? Ich kann da nicht mal vernünftig agieren, ich kann ja nicht mal ausweichen, gar nichts geht hier. Zumindest nicht vernünftig. Ich kann nicht mal eine Attacke machen, weil ich dann gleich wieder angegriffen werde. Alter, und das ist gerade mal der erste Dings hier. Ich will gar nicht wissen, wie er dann wird, wenn er mal pissig wird. So.
So. Weg. Ich weiß ehrlich beim besten Willen nicht, wie ich diesen Boss schaffen soll. Ich schaff das nicht. Dieser Treibsand noch dazu. Das ist doch unmöglich, ey. Wie soll man das denn machen? Wie willst du das denn dann auf einer höheren Schwierigkeitsstufe hinkriegen? Und gut, jetzt die Pro-Gamer werden sagen, oh, du stellst dich einfach nur blöde an. Ja, es mag sein, aber ich habe echt keine Ahnung, wie man diesen Boss vernünftig machen soll. Ich nehme so viel Schaden mit einer Attacke. Ey, hallo. Wieder weg. Natürlich, diese Pissviecher, die treffen mich auch noch. Das macht doch keinen Spaß, Leute. Was ist denn das für ein Scheiß? Wie soll ich das denn schaffen? Oh Mann, Alter. Ich habe den Bosskampf gerade mal angefangen und merke jetzt schon, dass er mir nicht liegt. Komm, das ist bis hier hinten, ja. Ich muss jetzt, ich glaube, ich muss einfach ein bisschen mehr gucken, wie ich hier was mache. Kann man den vielleicht unten irgendwie ausschalten oder so? Dass er gar keinen Bock mehr hat, hier irgendwelchen Kack zu spucken oder diese ollen Luftattacken da zu machen. So. Okay. Aber irgendwie scheinen ja seine tentakelartigen Arme damit was zu tun zu haben. So. Ja, aber so mache ich ihm selber halt keinen Schaden. Das ist das Problem. Die Frage ist, was nimmt denn da immer als Schaden so ein bisschen? Was ist es denn? Wow. Das ist... überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache, wie ich mir das vereinfachen soll. Das gibt ihm ja auch ständig irgendwie was. Aber der ist gleich tot. Achso, man nimmt ihm nur was ab, wenn er die hoch hat, oder was? Das irgendwie noch nicht so richtig kapiert. Scheiße. Okay, wir beruhigen uns. Wir gucken, wie wir den hinkriegen. Irgendwie hat ja alles Mögliche eine Lebensanzeige. Es muss ja auch einen Grund haben, warum das so ist. Dass man diese seesternmäßigen Gegner hier besiegen kann, das haben wir ja nun schon mitgekriegt. So ist er unverwundbar da unten, wie es scheint. Was macht er denn so? Lädt er sich so auf oder was macht er so? Okay, wenn man da dann Zwischenhaupt im Phönix geht das. Wow, ey. Das ist einfach mal wieder totaler Overflow, besonders auf dieser kleinen Scheißfläche hier. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich diesen Boss hinkriegen soll. Ich krieg es einfach nicht gebacken. Es
Alter, ich weiß auch nicht, was mir das bringt, wenn ich hier unten irgendwas angreife bei ihm. Ach, da kommt ein neuer wieder, oder was? Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Weil dieser Kampf, es ist einfach zu kleine Fläche und viel zu viel zu machen in der Zeit. Toll, wieder genau reingesprungen, ey. Scheiße. Und diese Kugeln da, weiß ich auch nicht, was die sollen. Die machen mir Schaden, aber wenn ich die zurückschleudere oder so, bringt das halt auch nichts. So. So, mache ich ihm einmal Schaden. Okay. Genau reingesprungen. Das war gerade extrem uncool. Er macht wirklich so lange seine Attacken, wie diese komischen Seesternen oder Sandstern-Dinger hier auf dem Feld sind. Aber... so richtig Sinn ergibt das ja auch nicht, ne? Hier vorne hat noch relativ viel Energie. Wupp. Ausweichen, so weit wie möglich. Weißt du, Unica, du musst dann auch schon mal rausspringen, wenn ich dir jetzt sage. Ja, aber wirklich viel Schaden machen die ihm halt auch wieder nicht, ne? Das ist wieder das übliche Problem. Der nimmt uns so unglaublich viel ab. Und wir machen mal ungefähr überhaupt keinen Schaden. Und das Schönste ist, man kann sich nicht heilen. Das ist das Tollste überhaupt. Am ganzen Kampf. Ich bin ja quasi eh gleich wieder tot. So, er ist bestimmt gleich wieder so weit, dass er... ja. Ja, da haben wir einmal durchgeheizt, das ging. Wow. Scheiße. Was? Er war jetzt wieder voll? Ach, scheiße. Diese ollen seesternartigen Gegner da, die heilen ihn dann die ganze Zeit, oder was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, nee. Ey, Alter, wer denkt sich denn sowas? Das ist doch noch nicht mal das Finale hier, oder? Glaube ich irgendwie nicht. Und wenn doch, dann bin ich echt entsetzt. Da muss man sich ja echt beeilen, diese Viecher hier auszuschalten. Oh, nee. Ich hasse es, ehrlich. Ich schaff das nicht. Ich weiß nicht, wie... die heilen den dann. Geht ja mal gar nicht, oder was? Ach, scheiße, ey. Na, sowas hat mir jetzt ja gerade noch gefehlt. Ein Boss auf engstem Raum.
der sich auch noch heilen kann. Na, ich bin ja jetzt schon wieder glücklich. Hoch 100, ey. Und ich habe mich schon gefragt, was das immer soll. Jetzt wissen wir es ja. Geil. Nur weil ich gerade gesprungen bin. Gott sei Dank. Also dieser Boss ist verdammt schwer. Also ich komme überhaupt nicht klar. Sieht man ja gar nicht oder so. Ja, also wenn ich euch das nicht gesagt hätte, dann wüsstet ihr das jetzt nicht. Ich weiß. Ey, das ist schon wieder zum Kotzen, ehrlich. Was soll denn das? Da finde ich wirklich jeden noch so schweren Dark Souls Boss angenehmer gegen. So, dann hauen wir da einmal zwischen. Tatsache, ey, die füllen ihn wieder auf. Hauptmann, mir nicht. Ey, es kann doch nicht euer Ernst sein hier. Mann, ist das zum Kotzen. Warum? Was soll denn das? Warum muss denn das jetzt auch noch so extrem sein? Boah, regt mich das auf. Oh, ist es zum Kotzen oder ist das zum Kotzen? Worauf soll man denn hier bitte noch achten, ey? Geht's noch oder was? Ja, jetzt in der ersten Runde ist mir jetzt ja herzlich egal, was ihr da macht. Aber nachher wird das ja mal richtig scheiße. Die laden den Ernst doch die ganze Zeit wieder auf. Ich glaub's ja wohl. Das finde ich unfair. Vor allem bei so einem Boss, der mittendrin im Spiel ist irgendwo. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass das jetzt der Endboss ist. Weil das fände ich dann sehr schade. Und wenn man nicht schnell genug ist, kommt der zweite auch noch wieder. Ey, ich könnte ein bisschen kotzen, echt. Ich könnte mich so aufregen mit diesem scheiß Boss hier. Weil es einfach mal total unfair ist. Ey, wie soll man das denn schaffen? Der heilt sich zwischendurch auch noch. Der macht unheimlich viel Schaden. Ey, ist das zum Kotzen? Ich weiß nicht, wie ich diesen verfickten Drecksboss schaffen soll. Also das ist echt... Boah, nee. Wer hat sich denn sowas Krankes ausgedacht? Lasst mich raten, ihr findet den alle total billig und ich stelle mich einfach nur dumm an? Oh, nee. Was? Er nimmt da hinten auch noch irgendwo Schaden. Irgendwas trifft man ja so auch noch, aber was? Oh, shit. Ist jetzt die Frage, was... Was genau macht das? Und damit füllt er sich dann auch wieder auf, komplett unten. Super. Ich kotze dreimal in die Ecke. Wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Boss schaffen soll. Dadurch, dass er sich auch noch regeneriert und diese Viecher da dauernd wiederkommen, er ist meiner Meinung nach total übertreibt. Guck mal, so viel schaffe ich immer noch. Wenn das nicht Geheile nicht wäre, also wenn das Geheile nicht wäre, fände ich den schon scheiße genug. Aber dadurch finde ich den einfach nur extrem unfair. Wirklich. Ich darf mich nicht heilen, aber dieser verfickte Kackboss darf's. Das finde ich nicht in Ordnung.
Ach schön, ich kann jetzt hier auch gerade nicht in mein Menü. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich gerne mal was ausprobieren. Ja, komm, bring mich doch gleich um, ey, weißt du? Kann ich gleich mal kurz in mein Menü? Ne, ich darf hier nicht in mein Menü. Schön. Ich hätte sonst nämlich sehr, sehr gerne mal was ausprobiert. Ich schaff es nicht, dem komplett auszuweichen. Sobald es was zu heilen gibt, tun die das auch. So. Ja, ist mir gerade egal. Ich will einfach nur wissen. Kann man den unten jetzt auch? Nee, überhaupt nicht. Das ist doch kacke, ehrlich. Oh, zu spät gesprungen. Oh, ist das ein toller Boss. Oh, macht das Spaß. Die übertreiben so maßlos. Wisst ihr, der Boss davor war lächerlich. Gegen das hier. Da fand ich, glaube ich, auch den Nightsilver noch lächerlich gegen. Das darf echt nicht wahr sein, wisst ihr? Irgendwas trifft mich doch ja auch immer, ey. Es ist doch egal, was ich hier mache, ey. Der lädt sich die ganze verfickte Dreckszeit wieder auf. Immer wenn so ein Scheißding da gerade mal meint, es muss blau leuchten. Wie soll man denn so viele immer wieder kaputt machen? Und das geht gar nicht. Also dieser Bosskampf ist so zum Kotzen. Ey, ehrlich, lieber trinke ich 3 Tassen Eiter hintereinander weg. Kein Witz. Kann man den nicht irgendwie daran hindern, diesen Scheiß zu machen? Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Ich könnte heulen. Ich weiß nicht, wie. Es macht mir so viel Schaden. Bis jetzt in der ersten Runde ist mir das egal, wenn er da irgendwas heilt. Ja, komm, bring mich doch gleich wieder um. Komm, bring mich um. Es ist doch egal jetzt. Sowieso schon für den Arsch alles hier. Aber ich möchte wissen, was passiert, wenn man an ihm dran irgendwas kaputt macht. Ob es überhaupt geht. So, jetzt habe ich da mal was dran kaputt gemacht. Komm nicht auf dumme Ideen, du auch nicht. Es regeneriert sich leider auch. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Das ist scheiße. Ich kann machen, was ich will. Ich krieg dieses Ding nicht kaputt, ey. Scheiße. Ich wollte das LP eigentlich nicht abbrechen. Aber ich befürchte, ganz ehrlich, dass ich diesen Schritt gehen muss, wenn ich hier nicht diesen Boss nicht kaputt kriege.
Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich diesen Boss hier probieren soll. Damit ich auch nur ansatzweise mal ein bisschen eine Chance habe gegen den. Ich sag ja, irgendwas trifft mich hier auch immer, ne? Ey, es ist doch ein schlechter Witz. Echt, ey, was ist denn das für eine Scheiße hier, Mann? Wer hat sich denn diesen Kack ausgedacht? Ich sage, irgendetwas trifft mich 100% immer. Ja, jetzt sind es gleich zwei Dinge. Warum auch nicht? Mann, ey. Kotzt es an. Guckt mal meine Lebensenergie schon wieder an. Was ist denn das für eine Rotze? Warum darf ich mich nicht heilen? Warum nicht? Warum nicht? Warum darf der Pisser sich heilen lassen und ich darf's nicht? Ich verstehe es nicht. Ey, Alter, noch einen Hit und ich bin schon wieder tot. Was ist denn das für ein schlechter Scherz hier? Ja, komm, lad dich gleich wieder auf. Ja, kein Ding. Ja, auf. Oh, hat er dich nicht ganz heilen können? Ist aber tragisch, wa? Natürlich noch mehr. Damit man auch noch mehr Chancen hat. Ich könnte so kotzen. Dieser Boss, der regt mich so auf. Ich bin nun eigentlich wirklich jemand, der relativ ruhig ist und immer versucht zu sagen, Gott, in der Ruhe, ne? Da liegt die Kraft und so. Aber diesen Boss, ne, da möchte ich einfach nur jeden einzelnen Entwickler, der dafür verantwortlich ist, erschießen. Jeden einzelnen. Ja, so schnell kann ich doch gar nicht irgendwas machen dagegen. So, das ging jetzt. Ja, komm, lad ihn doch gleich noch wieder ganz auf. Warum auch nicht? Oh, Mann, ey. Guckt euch das mal an, wie viel der jetzt schon wieder hatte. Was soll denn der Scheiß?